Hallo, hallo. Ich habe hier meine Box schon wieder ausgeleert, weil ich hier alles aufsortiert habe. Denn es ist schon wieder ein Monat rum, der Monat Juni, das halbe Jahr ist rum. Wir starten direkt drauf los mit den aufgebrauchten Produkten des Monats Juni 2024 von mir. Los geht's. Also, als erstes starte ich mit einer Zahnpasta, die ich leer gemacht habe von Xiaya. Und zwar ist das die Mint Perfect Zahnpasta, sensitiv. Fand ich ganz angenehm. Boah, ist die pink. Boah, ist hier gerade pink. Oh mein Gott. Fand ich ganz angenehm. Die war relativ scharf so vom Geschmack. Und ich mag aber scharfe Zahnpasten ehrlich gesagt total gern, weil ich auch das Gefühl habe, dass sie meinen Mundgeruch besser wegmachen, falls ich welchen habe. Dass sie einfach das alles ein bisschen frischer machen und dass sie meine Zähne irgendwie auch besser pflegen. Keine Ahnung, wie es euch geht. Die Zahnpasta war jetzt nicht super günstig. Machen wir weiter mit der Gesichtspflege. Und zwar habe ich einen Cleansing Balm leer gemacht, der Cicaluronic Cleansing Balm von Mison. Und zwar ist das, wenn mich nicht alles täuscht, ein K-Beauty-Produkt. Vom Packaging her mega schön. Sehr, sehr angenehmes Produkt. Was ich sehr angenehm daran fand, war dieser Duft nach so Kräuter. Ich mag das total gern. Und diese Cica und asiatische Cica-Pflanze, die ist relativ beliebt auch in der koreanischen Kosmetik. Ich glaube, sie kommt in Deutschland auch langsam an. Und die hat eben so diesen kräuterlichen Duft. Oder zumindest glaube ich, dass es die ist, weil immer die Produkte dann so nett danach riechen. Was ich cool finde, ist, dass hier auch so ein kleiner Spatel oben schon in der Kappe mit drin ist, sodass man ihn auch gut verstauen kann. Und hier war das Produkt drin. Es ist ratzefatze fast leer. Und ich mochte das sehr gern, weil es einfach, es ist eben sehr baumig, also sehr fest, wenn man es rausnimmt und wenn man es sich dann aufs Gesicht aufträgt, dann schmilzt es so richtig schön in fast schon ein Öl und dadurch nimmt es eben oder kann es eben so Make-up und sämtliche Produkte, die ihr eben drauf habt, einfach sehr schön aufbrechen. Das heißt, alles, was ihr so schön fixiert habt, was so schön über den ganzen Tag gehalten habt, das löst ihr einmal sozusagen voneinander und von der Haut. Und im nächsten Step gehe ich dann eben immer über und gehe mit einem, also dann wasche ich es eben einmal weg. Damit geht schon immer super viel wirklich weg. Und dann gebe ich ein schaumiges Produkt drauf und wasche nochmal gut ab. Kann ich also sehr empfehlen. Werde ich euch auf jeden Fall, so wie alle anderen Produkte auch, unten verlinken. Und wenn ihr bei Yesdai kauft, dann sind es auch Affiliate-Links und ich kriege dann meinen kleinen Betrag von eurem Einkauf ab. Und jetzt schaut mal, muss ich noch irgendwas sagen? Uncorrupted Beauty ist irgendwie meine neue Addiction. Ich bin totaler UC oder UCB-Jünger geworden. Es ist echt krass. Ich liebe einfach dieses Hyaluronsäure-Serum. Das hat das mittlerweile wahnsinnig teuer gewordene Dr. O Hyaluronsäure-Serum, was ich immer sehr gerne verwendet habe, bei mir komplett abgelöst. Kostet nicht mal die Hälfte. Das Konzept von Uncorrupted Beauty, ich habe es euch vor einiger Zeit schon mal erzählt, ich will es nur noch mal kurz droppen, ist folgendes. Und zwar bekommt ihr Luxus-High-End-Produkte für einen geringen Preis. Und zwar ist die Idee, dass man High-End-Produkte, wirklich gute Produkte für einen geringen Preis bekommt, weil sie machen keine Werbung, sie machen kein Influencer-Marketing, sie machen eigentlich einen Selbstkostenpreis. Und zwar ist es so, dass ihr eine Club-Mitgliedschaft sozusagen kaufen könnt, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt die Produkte aber eben auch zum Preis kaufen, für die sie es sonst anbieten würden. Aber auch eigentlich nochmal günstiger. Also diese Produkte werden teilweise wirklich in denselben Fabriken und so weiter hergestellt mit denselben Inhaltsstoffen wie teuerste Produkte von Dior und keine Ahnung was allem. Aber dieses Serum, boah, ich müsste lügen, aber es kostet noch nicht mal 20 Euro, dass ich dieses Serum hier, das Hyaluronsäure-Serum, extrem gerne mag. Das ist ganz wässrig von der Konsistenz, klebt überhaupt nicht. Ich verwende das immer morgens und abends und ich liebe es einfach. Mua. Das Serum hier mochte ich auch sehr gern und zwar ist das das Youth Rebel Serum. Das ist ein Serum, was eher so ein bisschen auf der bisschen geligeren Seite kommt. Also fast schon, würde ich mal sagen, wie sonst Hyaluronsäure-Serien sind, eher so ein bisschen dickflüssig. Ich glaube dickflüssig, nicht gelig. Dickflüssig macht es eher. Und das ist mit Peptiden. Und Peptide sind anscheinend sehr gut auch, um den Hautalterungsprozess ein bisschen zu verlangsamen, um die Haut einfach auch sehr gut zu pflegen. Und ich mochte das ganz gern. Ich habe das immer abends verwendet, zusammen eben mit meiner anderen Make-up-Skincare-Routine. Nicht Make-up, sondern mit meiner Skincare-Routine. Ich mochte das ganz gern. Und würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Hatte ich auch schon das zweite Mal jetzt. Und last but not least, unter den Uncorrupted Beauty Produkten habe ich hier noch das Sensitive Barrier Calming Day and Night Cream, also die Creme. Und zwar ist das eben eine Creme, die kommt hier mit so einem Pumpspender, mega hygienisch, weil wirklich nur Produkt rauskommt und nichts rein. Und was ich total gut finde, ist, dass da auch nicht so viel rauskommt. Und was ich daran sehr mochte war, oder ist, ich habe nämlich gerade noch eins davon in Verwendung, dass es sehr
dass es reichhaltig ist, aber auch nicht so fett auf der Haut. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wie ich das sage oder ob ihr das versteht, aber ich mag es halt nicht, wenn meine Haut, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege keine Luft mehr. Habe ich, wie gesagt, Tag und Nacht verwendet, mochte ich sehr gern. Was mich ein bisschen daran stört, ist, obwohl es nicht parfümiert ist, dass meine Haut ein bisschen irritiert manchmal war. Und zwar besonders, wenn ich zum Beispiel ja, ein bisschen mehr gebraucht habe oder ein bisschen mehr Aufwand gebraucht habe, um mein Make-up abzumachen. Oder wenn ich einfach vielleicht auch so einen Tag habe, an dem ich ein bisschen empfindlicher bin. Keine Ahnung, woran es liegt, weil hier werden auch eigentlich immer nur bei Uncorrupted Beauty Stoffe verwendet, die einfach auch die Haut braucht, also nur das, was die Haut wirklich braucht. Und sie soll auch calming sein, also sie soll eigentlich auch hautberuhigend sein. Aber es war auch immer nur im ersten Moment so im Auftragen und das ging dann auch relativ schnell weg. Hat auch meine Haut nicht irgendwie rot gemacht oder so. Okay, dann habe ich hier von Helena Rubinstein ein kleines Pröbchen leer gemacht. Das war ein Augenserum. Das habe ich aber tatsächlich über ein paar Tage verwenden können. Das Power Cell Skin Immunity Youth Reinforcing Eye Care. Und das Schöne war, das war von der Textur, von der Konsistenz, eine Mischung aus einem Serum und einer ganz leichten Creme oder Cremegel, Gelcreme. Sehr, sehr angenehm. Ich würde es mir wahrscheinlich niemals kaufen, weil Helena Rubinstein ist wirklich so eine Marke, die ist so ultra teuer. Aber mochte ich wirklich total gern vom Auftrag, vom Gefühl. Hätte ich morgens und abends verwenden können, habe ich aber immer abends aufgetragen. Mochte ich. Würde ich mir auf jeden Fall kaufen, wenn es wahrscheinlich nicht so teuer wäre. Dann habe ich von Catrice zwei Produkte tatsächlich leer gemacht und auch noch zwei für die Augen. Einmal hier so einen Hydro Depuffing Eye Serum Roller. Der kommt hier mit so einem Metallroller, der ist so schön kalt. Hier ist auch noch ein kleines bisschen was drin. Man hat sich es eben einfach dann abends, morgens, wann auch immer man mochte, ich habe es morgens und abends tatsächlich verwendet, unter die Augenpartie aufgetragen. Sehr angenehm, kühlendes Erlebnis, ganz leicht in der Konsistenz. Hat sich gut mit meinen anderen Produkten vertragen, nicht parfümiert, gute Inhaltsstoffe. Mochte ich. Gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Genauso wie es, glaube ich, das hier nicht mehr gibt. Ich versuche euch aber natürlich trotzdem die Produkte rauszusuchen. Und zwar ist das ein Augenbalm, ein Night Recovery Augenbalm. Also es war eine Creme, relativ reichhaltig. Die habe ich mir dann eben abends recht großzügig tatsächlich auch unter die Augen gegeben. Ich bin so ein bisschen weg davon, ständig Augencreme zu verwenden, weil halt wirklich auch mittlerweile viele sagen, braucht man eigentlich nicht unbedingt. Was ich sehr mag, sind eben Serien für die Augen. Ich habe es jetzt eben verwendet, weil ich es da hatte und weil ich euch auch eine kleine Meinung darüber geben wollte, wie sozusagen die Verwendung ist und wie es meine Haut auch vertragen hat. Auch da hatte ich ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass an manchen Tagen, wenn ich auch viel Aufwand betreiben musste, um zum Beispiel wasserfeste Mascara oder so abzukriegen, dass es meine Augenpartie so leicht irritiert hat. Ging aber auch relativ schnell weg. Würde ich mir nicht kaufen, weil ich eben, wie gesagt, keine Augencreme mehr verwende, aber ja, kann man schon mal machen, wenn man es mag. So, weiter geht's mit einem Produkt für die Haare. Und zwar ist das eine Augenmaske von Fructis. Sieht aus wie Sau, tut mir auch echt total leid, weil ich es einfach über so eine sehr, sehr lange Zeit verwendet habe. Und weil es so flüssig mehr oder weniger war, dass es ja immer irgendwie ausgelaufen ist. Also, das ist eine Hairfood-Haarmaske von Garnier Fructis. Die wurde mir auch schon von meiner Friseurin empfohlen. Also die fand es schon auch ganz gut. Und zwar mit Watermelon für Volumen. Die ist speziell für sehr feine Haare gut geeignet, weil die eben so leicht ist. Also die habe ich aufgetragen. Einfach nach dem Waschen habe ich sie mir richtig schön in die Haare einmassiert. Und die ist von der Konsistenz, wie gesagt, sehr so runny. Also die war wirklich so flüssig, dass man die eigentlich schon auskippen konnte. Also ich würde sagen, ich würde die eher in eine andere Verpackung bauen, die einfach, ja, mit so einem Punktspender oder irgendwie so, ja, ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen umweltfreundlicher, weil nicht ganz so viel Plastik verbaut ist, aber ja, ich fand es von der Verwendung her ein bisschen schwierig. Sehr gut für feine Haare geeignet, weil es wirklich sehr leicht ist von der Textur. Ihr könnt es eben trotzdem pflegen. Man sagt ja auch, bei sehr feinen Haaren sollte man nicht so viel pflegen, weil sie sonst sehr schwer werden und eben nicht mehr so fein sind. Ich muss aber sagen, ich verwende manchmal ganz gerne diese schwer pflegenden Produkte, weil sie zum Beispiel, wenn ich meine Haare glätte, weil sie meine Haare einfach schwerer werden lassen. Aber wenn ich meine Haare zum Beispiel wenn ich meine Haare föhne oder wenn ich Volumen reinföhne, dann verwende ich eigentlich gar keine Pflegeprodukte mehr, die man hinterher wieder auswaschen muss. Diese Maske mochte ich ganz gern, kann ich auch empfehlen, vor allem wie gesagt für sehr, sehr feine Haare und auch wenn ihr sehr häufig Pflege verwendet für eure Haare, wenn ihr zum Beispiel fast jeden Tag eure Haare wascht und immer eine Pflege reingeben wollt, weil ihr es einfach gerne mögt, dann würde ich sowas schon empfehlen.
Ich bin aber mittlerweile eher wieder bei Masken, die fliegender sind, weil ich sie eben sehr, sehr selten verwende. So, das kann ich dazu sagen. Dann habe ich noch eine Maske leer gemacht, und zwar fürs Gesicht. Eine Luvos Heilerde Anti-Stress-Maske. Die habe ich mir schon ganz oft nachgekauft. Die ist wirklich sehr, sehr angenehm. Heilerde ist so ein ganz, ganz leichter Staub, wenn man so will. Ganz angenehm. Man sollte Heilerde anscheinend nicht allzu häufig verwenden, weil es die Haut doch eben, es ist wie ein Wirkstoff. Den sollte man ja auch nicht so oft verwenden. Wobei ich auch immer denke, was ist eigentlich oft? Also jeden Tag finde ich ja generell schon oft für eine Maske. Aber ich denke, wenn man das einmal die Woche verwendet, macht das nichts. Ja, stärkt die natürliche Barriere, neutralisiert Stressfaktoren und regeneriert und beruhigt zu Rötungen neigende Haut. Verwende ich wirklich immer, wenn ich merke zum Beispiel, dass ich eher so psychischen Stress habe oder ja, wenn einfach bei der Arbeit super viel los ist oder privat und bei der Arbeit, dann mache ich das eigentlich eher, weil ja, ansonsten verwende ich eigentlich generell nicht mehr so viele Masken aktuell, muss ich sagen. Habe keine Zeit mehr. Dann habe ich noch zwei Parfums leer gemacht, und zwar so kleine Prübchen. Einmal habe ich hier von Armani das Armani Code leer gemacht. Habe ich ganz, ganz lange in meiner einen Tasche gehabt. Ich mag dieses Parfum total gerne. Ist auch eigentlich eines meiner Lieblingsparfums. Ist ein total starker Duft für starke Frauen. Ich finde tatsächlich, Männer könnten den auch tragen. Die Mönchsgrasmücke ist draußen gerade wieder am Schnattern. Die erzählt immer so eine kleine Geschichte. Könnt ihr es hören? Also, damit müsst ihr übrigens leben. Ich werde meine Fenster nicht extra zumachen, weil man die Vögel dann nicht hört, sondern ihr lebt einfach mit dem ich auch lebe. Also, eines meiner Lieblingsparfums habe ich auch gerade in einer größeren Variante, also in der normalen Variante da. Mache ich aber gerade leer und werde ich mir dann auch erstmal ein Weilchen nicht mehr holen, weil irgendwie, also zum einen habe ich gerade wieder ganz viele Parfums und ich will die alle mal leer machen. Und das andere ist, dass ich irgendwie will, dass das immer mal wieder so was Besonderes bleibt. Und das hier war ein Prübchen. Und zwar ist das von Yves Saint Laurent, Myself. Ein wahnsinnig schöner Duft. Ich mag ja von Yves Saint Laurent den Libre total gern. Und das ist, hat so ein bisschen die Richtung wie das Libre, aber ist noch mal ein bisschen herber, würde ich sagen. Und frischer. Und ich liebe diesen Duft. Ich werde mir das auf jeden Fall in meine eine Schublade tun. Falls ich mir nämlich irgendwann mal wieder ein Parfum kaufen werde, dann weiß ich so, in welche Richtung meine Düfte so gehen, weil ich finde es immer recht schwer, einfach so irgendwie online beispielsweise einen Duft zu kaufen. Deswegen, ja, also kann ich sehr empfehlen. Und jetzt habe ich nur noch Make-up-Produkte, habe ich auch wieder relativ viel leer gemacht. Einmal hier von Too Faced, die Born This Way Foundation. Richtig tolle Foundation. Also von der Farbe her passt sie mir perfekt. Ich habe sie aufgetragen, man hat sie fast nicht gesehen, weil sie sich einfach perfekt an meiner, ja, Hautfarbe einfach angleicht. Von der Konsistenz her eher so ein bisschen dickflüssig. Eine richtig schöne Deckkraft. Aber auch nicht so, dass es total cakey aussieht. Wobei ich auch sagen muss, man muss ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu cakey macht. Also immer schön ganz dünne Schichten auftragen. Sollte man ja sowieso immer machen. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Die Born This Way Foundation. Und ich habe die in der Farbe Seashell. Sehr, sehr angenehm. Und dann habe ich von Trended Up diese Make-up Perfection Base leer gemacht. Wie ihr seht, ich bin im Aufbrauchmodus. Ich muss meine Sachen aufbrauchen. Ich habe auch noch 1, 2, 3 Schubladen, die ich mit euch zusammen durchgehen will, zum Deklattern. Die wollte ich jetzt leer machen, weil sie schon eine ganze Weile offen ist. Sie ist erfrischend. Sie fühlt sich auf der Haut sehr feuchtigkeitsspendend an. Sie hinterlässt einen angenehmen Glow, wie so ein Perl. Also so wie man das jetzt hier sieht, so ganz leichten Schein. Und sie ist so leicht peachy und dadurch könnt ihr schon mal so ein paar Ungleichheiten, sage ich jetzt mal, an der Farbe in der Haut schon mal ausgleichen. Mochte ich sehr gern, würde ich mir auf jeden Fall auch jederzeit wieder kaufen. Ist auch schon meine zweite Packung und ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Dann machen wir weiter mit zwei Setting Sprays, die ich leer gemacht habe. Das hier kennt ihr wahrscheinlich schon lange, weil das habe ich schon richtig, richtig lange. Und zwar ist es das Jungle Rock Setting Spray von Wet n Wild. Das hat so richtig schöne Schimmerpartikel mit drin, einen total schönen Glow gemacht, hat super gut gerochen, hat einen ganz feinen Nebel gehabt. Ich glaube auch, ich werde die Flasche mal aufheben, weil ich nämlich gerade festgestellt habe, dass ein anderes Setting Spray, da ist der Sprühpump-Dingsbums kaputt. Werde ich mir jetzt mal hier hinstellen, damit ich sauber mache. Gut, dass ich dran denke. Mochte ich sehr gern, würde ich auf jeden Fall jederzeit auch wieder kaufen. Das hier mochte ich nicht so gern. Die Setting Sprays von Lavera sind so, also zum einen sind die Pumpstöße sehr grob. Also die Partikel, die Tropfen, die rauskommen, sind wirklich sehr groß. Muss man wirklich sehr aufpassen, dass man sich nicht so mega nass macht und dass es auch nicht so ist. Also ich halte es dann wirklich immer sehr weit weg, gehe nach hinten und dann mir aber nicht unbedingt kaufen. Also ich sage mal so, wenn der Geldbeutel eher klein ist
und ihr wollt Bioprodukte, dann schon. Wenn der Geldbeutel aber klein ist und es ist nicht so wichtig, dass es Bio ist, dass die richtigen Inhaltsstoffe drin sind und so weiter, dann würde ich eher zu anderen Produkten greifen. Ich glaube, so habe ich es ganz gut zusammengefasst. Weiterhin habe ich hier noch einen Augenbrauenstift leer gemacht und bei dem weiß ich noch, da war ich das erste Mal, als ich es verwendet habe, recht überrascht, weil, oder ich glaube, das habe ich auch erst beim 10. Mal oder so verwendet. Also, gemerkt. Einmal haben wir hier ein Bürstchen, Standard kleines Bürstchen. Dann haben wir hier einen kleinen Stift, mit dem wir, ja, wie so häufig, wirklich ganz kleine, detaillierte Strichelchen zeichnen können, also Haare nachzeichnen. Und jetzt kommt der Clou, und zwar haben wir hier noch ein Puder drin. Und das habe ich wirklich erst relativ spät gemerkt. Und das ist sehr, sehr cool, weil damit könnt ihr nochmal richtig gut auffüllen. Und das mache ich ja auch immer. Das heißt, also dadurch, dass der Stift jetzt fertig ist, habe ich es jetzt eben aussortiert. Ich werde aber das Puder noch weiter verwenden, bis wirklich nichts mehr drin ist. Ich werde auch hier natürlich das Bürstchen sauber machen und weiter verwenden als Bürstchen, solange bis es kaputt geht. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, das ist eine koreanische Marke, glaube ich, koreanisch oder japanisch. Romand, das ist der Han All Sharp Brow Pencil. So sieht's aus. Und genau, also ich kann es sehr empfehlen. Die Farbe war sehr dunkel. Ich glaube, ich würde zu einer dezent helleren Farbe wechseln, aber mochte ich gern. Das ist die Farbe Gentle Brown W1. Kann ich empfehlen. Kann man bei Kosmetik, bei Yesdai kaufen. Essence, das ist die Get Big Lashes Volume Boost Waterproof Mascara. Essence-Mascaren bin ich sonst ein großer Fan von. Mag ich sonst ultra gern. Kann ich auch eigentlich immer empfehlen. Die war jetzt halt nicht so optimal, aber sie war good enough. Also ich meine, sie war günstig und es gibt wirklich noch eine große Auswahl von Essence-Mascaren, die ich mag. Deswegen, und das war's. Wir haben es geschafft, meine Lieben. Die aufgebrauchten Produkte des Monats Juni. Ich finde, das war gar nicht so viel. Ich habe trotzdem wieder jede Menge gequasselt. Wahrscheinlich, weil ich dachte, ist ja nicht so viel, kann ich ein bisschen mehr reden. Ich hoffe, wenn ich schneide, wird es schon wieder. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Juli, einen guten Start in die zweite Jahreshälfte. Bedanke mich wieder fürs treue Zuschauen bis hierhin. Freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Freue mich übrigens auch sehr, wenn ihr liked, teilt und abonniert. Und jetzt sage ich wie immer, bis bald. Bye bye.